Wissen Sie, was Umami meint? Sie kennen sicher die vier Geschmacksrichtungen süß, sauer, bitter und salzig. Diese Geschmacksrichtungen können Sie mit der Zunge wahrnehmen. Es gibt aber noch eine fünfte Geschmacksrichtung und die heißt Umami. Einfach köstlich. Es ist jener vollmundige Geschmack, der Pilze auszeichnet und Sojasauce, Algen, Tomaten und Spargeln. Wenn man einen Bissen von etwas mit viel Umami in den Mund nimmt, hat man das Gefühl von einem befriedigend vollen Mund, auch wenn es nur ein kleiner Bissen ist. Das ist Umami. Und genau so schreibt Charles Lewinsky. Jede Zeile ein Mund voll Sprache zum Kauen und Genießen. Lewinsky ist in der Schweiz schon lange bekannt als Drehbuchautor, Kolumnist und unterhaltender Schreiber. Leider gilt bis zu einem gewissen Grad im deutschsprachigen Raum immer noch die Gleichung: Wenn es unterhaltend ist, kann es keine Literatur sein. Spätestens mit der Familiensaga Melnitz hat Charles Lewinsky diese Gleichung widerlegt. Dieses Buch, das ist so gut wie ein Tolstoi und gleichzeitig höchst unterhaltend. Jetzt hat Charles Lewinsky einen neuen Roman geschrieben. Halbpart heißt die Geschichte. Sie spielt in einem Dorf in der Talschaft Schwyz im Jahr 1313. Erzählt wird die Geschichte von Sebi. Er ist kein Junge mehr, aber auch noch kein Mann. Er sagt von sich selbst, er sei ein Finöckel und er wolle ins Kloster. 1313, das ist die Zeit des Marchenstreits zwischen dem Klostereinsiedeln und den Landleuten von Schwyz. Oder anders gesagt, zwischen den Habsburgern, der Schutzmacht des Klostereinsiedeln, und den Eidgenossen. Der Streit führt 1315 zur Schlacht am Morgarten. Der Halbpart greift diese Ausgangslage auf. Es ist eine spannende Geschichte, gleich auf mehreren Ebenen, und von Charles Lewinsky wunderbar umami erzählt. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen jede Woche einen Lesetipp, ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche Der Halbpart von Charles Lewinsky. Die Geschichte spielt im Jahr 1313 in einem Dorf in der Talschaft Schwyz. Die Talschaften Uri, Schwyz und Unterwalden haben sich ein paar Jahre zuvor, wie damals üblich, im Rahmen eines Bundesbriefs verbündet. Später wurde dieser Bundesbrief aus dem Jahr 1291 bekannt als Gründungsurkunde der Eidgenossenschaft. Sebi ist der jüngste von drei Brüdern. Der älteste heißt Origenes, so nennt ihn aber niemand, er ist der Genie und er ist der Vernünftige in der Familie, der vorausdenkt. Polycarp ist der Mittlere, Polly prügelt sich gerne, er möchte Soldat werden. Eusebius, kurz Sebi, ist der Jüngste, er ist ein Finöckel. Er möchte Mönch werden, weil man im Kloster lesen und schreiben lernen kann. Sebi erzählt die Geschichte in einer Sprache, die mich an Gotthelf erinnert hat. Es sind Sätze, auf denen man herumkauen kann wie auf einem Stück Süßholz, eben Umami. Die Geschichte handelt von Schwyz und dem Marchenstreit. Charles Lewinsky holt diese trockenen historischen Angaben aber herunter in den dörflichen Alltag im Jahr 1313 und macht sie lebendig. Es schmeckt und riecht, es klopft und chattert, es wird geliebt und geboren, gestorben und geweint und allbott muss einer in den Wald zum Seichen. Der Halbpart heißt der Roman, weil im Dorf ein Mann mit einem halben Bart aufgetaucht ist. Man nennt ihn so, weil ihm der Bart nur auf der einen Seite des Gesichtes wächst. Auf der anderen hat er Brandnarben und schwarze Krusten. Das Auge ist dort ganz zugewachsen. Am Anfang haben ihn manche Leute Melchipar genannt. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Der Name kam daher, wenn der Halbbart nach links schaut und man von seinem Gesicht nur die Hälfte mit dem Bart sieht, dann erinnert er an den Melchior auf dem gestickten Banner mit den heiligen drei Königen, das in der Prozession zu Epiphanias mitgetragen wird.
Wenn er aber den Kopf in die andere Richtung dreht und man sieht die Hälfte ohne Bart, die mit den schwarzen Krusten, dann denkt man an den Negerkönig Kaspar. Halb Melchior und halb Kaspar, deshalb Melchipar. Aber der Name war zu kompliziert und man hat sich auf Halbbart geeinigt. Halbbart stammt aus dem heutigen Österreich und hat da eine Verbrennung auf dem Scheiterhaufen überlebt. Er ist geflüchtet und in Schwyz gelandet. Halbbart und Sebi sind beides Außenseiter und werden wohl deshalb Freunde. Sebi schafft es tatsächlich ins Kloster, aber die Mönche und der Abt sind eine große Enttäuschung und so läuft er davon und kehrt nach Hause zurück. Weil Sebi dem Totengräber Laurenz immer geholfen hat, möchte Bruder Genny, dass Sebi der Nachfolger von Laurenz wird. Aber der Sebi will nicht, obwohl so ein Privilegium sei wie ein Geldscheißer. Schon unsere Mutter habe immer gesagt, Müller und Totengräber sind die besten Berufe, es müssen alle Menschen und sterben auch. Der Sebi will nicht, denn der Herrgott hat mich als Bauernbub auf die Erde geschickt, aber er hat mir den falschen Körper dazu mitgegeben, einen mit zu wenig Kraft für die Feldarbeit. Dass ich dazu noch ein Viehnöckel bin, habe ich mir auch nicht selber ausgesucht, sondern ich bin schon so auf die Welt gekommen. Vielleicht, weil sich unsere Mutter nach dem gispeligen Polly allzu sehr ein friedliches Kind gewünscht hat. Und der Wunsch hat bei mir durchgeschlagen, wie beim Fock das Sonnenzeichen auf seiner Stirne. Seit du mir diesen Vorschlag gemacht hast, habe ich zum Genny gesagt, weiß ich auch das Dritte, was ich auf keinen Fall sein will, nämlich Totengräber. Ich habe meinen See entdeckt und hineingeschaut und jetzt weiß ich, was ich für einer bin und auch sein will, ein Geschichtenerzähler wie das Teufels-Anneli. Und sie soll es mir beibringen. So kommt es, dass Sebi beim Teufels-Anneli in die Lehre geht und Geschichten erzählt. Die wichtigste Geschichte erzählt er am Schluss des Romans. Es ist die Geschichte der Schlacht von Morgarten. Selbst seine Lehrmeisterin, das Teufels-Anneli, ist beeindruckt. Das war eine schöne Geschichte, Eusebius, sagt sie. Man wird sie bestimmt noch lange erzählen und irgendwann wird sie die Wahrheit sein. Und das ist bei aller Lust am Fabulieren und Erzählen die zweischneidige Moral des Buchs. Bei einer Geschichte kommt es nicht darauf an, wie wahr sie ist, sondern wie gut sie erzählt ist. Doch das Schöne am neuen Buch von Charles Levinsky ist, dass seine Geschichte nicht nur wunderbar umami erzählt, sondern auch wahr ist. Schließlich hat es die Schlacht am Morgarten und die alten Eidgenossen, den Marchenstreit und das Bündnis der Innerschweizer Talschaften, das alles hat es schließlich gegeben, oder? Der Halbbart von Charles Levinsky ist bei Diogenes erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut!